Ich bin Guido Lill und lese jetzt zwei Gedichte. Das ist so ein bisschen ein Kontrastprogramm, denn diese Gedichte sind nicht sehr heiter. Das erste Gedicht heißt Seelenfieber. Die Welt, ein gigantischer Spiegel, schneidet Grimassen. Albtraum mit offenen Augen. Lebendig, aber tot. Unendlich, geteilt durch Null. Sinnlos. Haus gebaut im Niemandsland. Risse im Gemäuer. Gold wird zu Blei. Alchemie mal anders. Schwarz und Weiß vertauscht. Farben weichen dem Grau. Gedanken können grausam sein und Träume giftig. Ein großes Herz, viel Hass passt hinein. Geblendet von kalter Sonne Licht, gejagt vom eigenen Schatten. Der Gedankenfluss tritt über die Ufer. Hinter der Wirklichkeit nur Angst. Tausend Augen starren, berechnend, jeder Schritt gezählt. Der Stachel des Geistes tötet jede Lust. In solchen Tagen, auf die kein Abend folgt, einzig das Böse existent. Jetzt noch ein schönes dystopisches Gedicht. Dauert nicht mehr so lang wie das erste. Kryptischer Halbkreis. Jeder krönt sich selbst zum Kaiser. Plastik aus dem hohlen Schädel. Probleme verboten, Euphorie ist Pflicht. Im Krieg gegen Feinde, die nicht existieren. Feinstoffliches Messer durchschneidet Nebelwand. Man flieht vor den eigenen Schatten. Aus dem Abgrund dumpfe Rhythmen. Kakophonie vom Firmament. Zerstörte Harmonie, ein Abgesang auf die ganze Welt tanzt einen Reigen, in eine Richtung strebend. Abwärts. Danke.